Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront im Multiplayer. Wir spielen heute einen Kampfläuferangriff auf dem Waldmond Endor. Ihr kennt ja die alte Leier, zu wenig Leute für die Add-ons da, deswegen heute mal eine Standard-Map, aber die sind ja nicht weniger geil. Und vielleicht sind wir ja heute endlich mal auf Seiten des Imperiums. Das habe ich nämlich im Grunde auch lieber, damit wir mal ein AT-AT steuern können. Auf jeden Fall müssen wir entweder die AT-ATs verteidigen oder zerstören. Ihr kennt ja die alte Leier. Und in diesem Sinne sehe ich euch gleich wieder, wenn das Spiel startet. So, es geht los und wir sind tatsächlich auf Seiten des Imperiums. Wer hätte das gedacht? Ja, und dann starten wir doch direkt mal. SE-14 ist, denke ich, in Ordnung. Wir müssen diesen Uplink abschalten. Die Rebellen brauchen ihn, um Luftunterstützung anzufordern. Ohne ihn können sie unsere Kampfläufer nicht angreifen. Ey, Leute. Power-Up AT-AT. Wie geil ist das denn? Wie lange habe ich mir das schon gewünscht? Jetzt wird aufgeräumt hier. AT-AT gefechtsbereit. So, was haben wir denn hier? Orbitalangriff. Ja, mach mal da hinten. Ein feindlicher Bomber hat unseren AT-AT als Ziel erfasst. Schwere Lastkanone. So, meine Zeit läuft ab, alles klar. Ja, aber irgendwie ist da noch nicht viel zu holen hier. Die Rebellen verstecken sich alle. Ey, jetzt sitze ich einmal in dem Teil und ich sehe hier keinen einzigen Feind oder was. Die Rebellen haben den Ablink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Ja, toll. Das ist natürlich irgendwie doof. Rebellenablink ist offline. Operation geplant fortsetzen. Tja, keinen einzigen Kill geholt. Läuft auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt auch nicht gesehen, wo man da große Feinde treffen kann. Und es sind so viele Feinde und wir haben keinen einzigen getroffen. Die Rebellen haben Wiving-Unterstützung angefordert. Wir müssen diese Uplink-Station deaktivieren, um ihre Bomber zu stoppen. Na komm, du Lutscher. Okay, da sind gerade viele. Wieso detoniert mein scheiß Thermaldetonator denn nicht? Ach, Leute. Der ist doch gerade dazu da, um zu detonieren, oder nicht? Naja. Es ärgert mich irgendwie, dass ich mit dem AT-AT nicht mehr machen konnte, aber da machst du nix. Ich habe keine Feinde gesehen. Ich dachte, jetzt kann ich mal so richtig aufräumen, aber das war irgendwie nix. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Ja, ist ja gut. Die Frage ist, wo sind jetzt Feinde hier? Ich würde so gern mal welche sehen, aber ich bin anscheinend mal wieder völlig out of battle. Der Feind ist der Überteil. So, da vorne ist einer gewesen. Die Rebellen haben die Uplink-Station übernommen. Wir müssen sie deaktivieren, um einen Angriff ihrer Y-Wings zu verhindern. Oh, Skywalker. Da verpisse ich mich. Da verpisse ich mich. Oh, Alter. Schön erschrocken. Dieser Uplink muss deaktiviert werden. Ja, ist ja gut. Y-Wing-Bomber brauchen ihn. Ist ja gut. Y-Wings im Anflug. Vier Stück. Verteidigt ihn. Na bitte. Endlich mal. Im One-on-One auch gewonnen. Das ist doch nice. Orbitalangriff? Ja, geil. Da hinten? Fände ich ganz geil. Lasst nicht zu, dass die Rebellen ihn zerstören. So, Umgebungsbombe. Ja, die ist hier natürlich ein bisschen
schwer zu platzieren, weil es so eine riesige Map ist. Okay, die sind da hinten. Also am Vorrücken bin ich schon, aber ich... rück am besten mit meinen Kumpanen vor, ne? So, ich glaube, das war nicht unser Thermaldetonator. Kann ich das hier auch so einmal rumturnen? Ja, aber hier ist nix. Oh, 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 hier wird scharf geschossen. Mr. Nierenamp, alles klar. Was macht ihr denn hier hinten? Schimmelparty oder was? Leute, so geht der AT-AT doch garantiert drauf. Ach man. Wieso chillen die denn alle da hinten? Muss ich das verstehen? So. Ein weiterer Y-Wing ist hinzugekommen. Direktor Krennic. Sehr gut. Krennic ist nice. Thermalimploder. Werfe ich gleich mal das Ding. Ah, wir haben jemanden gehittet, aber niemanden gekillt. Ah, Mr. Nierenamp schon wieder. Ja, Orbitalgeschütz. Haust du ihn vielleicht mal weg? Ey, guckt euch das an. Das macht einfach gar nichts. Und die Rebellen holen Bomber und Bomber ran. Die Bomber der Rebellen haben unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. 1-4. Tja. Aber die ich habe das Gefühl, die verschanzen sich nur da hinten. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Gut, sie müssen auch nur bei den Uplinks bleiben. Das ist natürlich relativ einfache Logik. So, sehe ich hier jemanden? Nein. So. Das Orbitalgeschütz stelle ich mal. Na komm, hier hin. Das wird das Ganze überwachen. Wir müssen sie deaktivieren. Oh, da geht das alte kaputt. Das wusste ich natürlich nicht. So. Skywalker ist besiegt. Thermalimploder. Da hinten sehe ich Rebellen. Da hinten sehe ich erstmal seit langer Zeit. Wow, 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 wow. Ey, was soll das? Die Rebellen haben den Uplink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Wo haben die denn schon wieder aktiviert? Och, ficken, Mann. Was ist das schon wieder für eine Drecksfolge? Manchmal läuft es so gut und manchmal läuft es halt so bescheiden. So, der AT-AT rückt weiter vor. Zurück in die Schlacht. Was soll die Scheiße? So, regenerier dich jetzt mal, du Vollidiot. Wieso darf... Leute, ich mag nicht mehr. Ich mag wirklich nicht mehr. Wieso, weshalb, warum, ist hier die Frage. So, der gute Orson hat auch schon gut was aufs Fressbrett bekommen. Laut unserer Messungen ist der feindliche Uplink offline. Hier sind einfach keine Feinde zu sehen. Null. Der aufständische Jedi Skywalker. Er ist in eurer Nähe. Feuert bei Sichtkontakt. So, hier hält sich natürlich keiner auf, weil das in Range des AT-AT ist. Skywalker, alles klar. Fickt mich mal richtig schön weg. Ach ja, ach ja. Sie dürfen ihre Uplink-Stationen nicht aktivieren. Hey, falsche Richtung. Komm zurück. So, den habe ich noch geholt. Den Hund. Do something, Luke. Ja, wäre gut, ne?
Aber ich befürchte, unser AT-AT wird hier eiskalt durchgehen. Und die Rebellen können einfach nichts machen. Zumindest momentan nicht. So, Luke. Wie schmeckt dir das? So, erwischt. Ja, die Waffe ist ganz geil. Feindliche Schiffe eröffnen das Feuer auf unsere Kampfläufer. So, erstmal regenerieren. Die Y-Wings sind gleich da. Es läuft schon wieder ein wenig besser. Die Rebellen setzen ihm heftig zu. Ja, ich sehe es. Drei Y-Wings haben sie. Das wird nicht viel an Damage machen. Jetzt werden wir diese Rebellion niederschlagen. Unsere Schilde sind in Kürze wieder voll funktionsfähig. So. Erwischt, erwischt. Oh, und jetzt bitte keine Lags. Das wäre ungeil. Da hinten ist ein AT-AT Power-Up, aber... Krennic, warst du das? Ja, es ist tatsächlich Orson. Wir werden gerade von hinten geraped. Alter, was ist denn hier los? So, das AT-AT Power-Up ist höchstwahrscheinlich nicht mehr verfügbar, aber das war jetzt mal... Nein, Mann, das darf nicht wahr sein. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt mal solider gespielt. Oh, ein Heldenleibwächter. Krennic, mein Junge. Ich hoffe, wenn du stirbst, sterbe ich nicht auch. So. Krennic, ich bin bei dir. Ich war bei dir, Krennic. Wenigstens ein Assist. So, wie stehen wir? 6-9 müsste das sein, ja. Ist jetzt nicht so schlimm. So. Rebellenablink gestört. Sehr schön. Okay, ein Y-Wing haben sie. Die Rebellen haben die Ablinkstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um einen Angriff ihrer Y-Wings zu verhindern. Okay, wird wieder verdammt scharf geschossen. Na, schade. Wieder nur ein Assist. Ich dachte, mit den Sprengsätzen kann ich mehr machen. Jetzt weiß ich wenigstens, wo sie rumschimmeln. Nämlich da an der Westflanke. So, Assist, wenigstens etwas. Aber ich hätte gerne ein paar mehr Kills auf der Habenseite. So, eine Ladung. Jetzt stolzieren wir mal über den Strand. Sieht fast aus wie Kashyyyk hier unten, ne? Muss ich mal sagen. So. Pushen uns hier von außen ran. Die Rebellen haben den Ablink aktiviert. Vorrücken und abschalten. So, erwischt. So, ihr Wichser. Hier macht mir gar keiner von euch was. Außer ich selber, indem ich meine eigenen Granaten dahin werfe. Ja, ich glaube, der Feind ist wirklich sehr nah. Ich will da aber nicht direkt hingehen. Ich will nicht direkt recken. Na gut, jetzt bin ich so gereckt. 9-11. Hätte ich nicht gedacht, dass wir die Runde nochmal so... Naja, rumgerissen will ich jetzt nicht sagen, aber dass wir die Runde nochmal so zu unseren Gunsten drehen können. So. Blasterkanone stelle ich hin und dann geht's wieder über den Strand, wie gewohnt. So, ich glaube, den habe ich nicht entscheidend erwischt. Deswegen kommt da mal ein Thermaldetonator hoch. Nice, jetzt habe ich ihn entscheidend erwischt. Okay, da oben könnte einer sein.
So, den haben wir erwischt. Den auch. Schöner Header. Für den Knaben. Na bitte. Jetzt läuft sie aber richtig, Leute. Na gut, das war jetzt etwas zu viel, aber da haben wir richtig aufgeräumt. Haltet diese Ablenkstation. Die Bomber der Rebellen benutzt sie, um... Nein, ihr Hundebengel! Na, wer ist er? Vader? Boba Fett. Na gut, mit Fett kann ich eh nicht so gut umgehen. Das war schon, weil zum Beispiel wieder echt scheiße gemacht von mir. Komm, wenigstens positiv. So. Achso, ich kann nicht bei Boba in der Luft starten. Alles klar. Ja, die werden gleich noch einmal drauf schießen können, aber sie haben 5 Y-Wing stationiert. Das wird nicht reichen, um dem Ding so viel Damage zu machen. So, da hinten ist nochmal ein AT-AT-Ding. Das könnte ich mir jetzt hier natürlich nochmal snacken zum Ende. Lass mich durch. Fick dich, Mann. Adasco 619. Damit stehen wir 14-14. Verdammte Kacke, Mann. Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Ablenkstation aktiviert. Nein, lauf! Meine Presse. Jetzt gehe ich negativ. Das ist traurig. Ach ja. So, was haben wir hier? Noch eine Kartenneuerung. Wo ist ein fucking Orbital? Was? Der läuft vor dem AT-AT rum? Das ist disrespectful. Das ist fucking disrespectful. Ach man. Aber egal. Wir haben eine gute Serie zwischendurch geschafft. Und bei Boba ist auf jeden Fall die Action. So viel kann man... So viel kann man sich wirklich sicher sein. Den willst du hier messern, Junge, mich? Die Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Nice, immer noch 2 geholt. So, direkt Partnerstart. Ich hoffe, ich sterbe nicht instant. So, Y-Wings kommen nochmal. Was ist das hier für eine Schlacht, Leute? So. Ja, Boba, ist gut. Lauft, Rebellen. Fucking run. So, Boba, ich will wieder bei dir starten. Nur um dann direkt drauf zu gehen, weil hier einfach überall Rebellen sind. Krank. So, ich glaube, Boba ist down. Seine Schilde sind ausgefallen. Ja, aber er ist doch gleich durch. 53% hat er noch. Und wenn die Y-Wing-Attacke vorbei ist, dann ist das easy game. So, wie stehen wir jetzt? 18-21. 18 Kills. Vielleicht kann ich nochmal die 20-Kill-Marke knacken. So. Assist? What the fuck? Roadkill. So, den haben wir nochmal erwischt. Nice. Und das war es. Der AT-AT ist durchgekommen und das war auch mal eine richtig geile Runde. 19-21. Ich bin sehr zufrieden und da können wir auch mal ein GG raushauen. Tja. Ich bin sehr zufrieden. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Und ja. Dann sehen wir gleich mal, wie es weitergeht. Dürfte auf jeden Fall ordentlich XP gegeben haben. Ich meine, wir haben richtig gut Leute weggeholt. Ja, gute XP. Und dann würde ich sagen,
machen wir einen kurzen Cut und bleiben mal in der Lobby, denn da bin ich jetzt auf den Geschmack gekommen. Vielleicht bleibe ich ja im Team des Imperiums. 19 Kills, 1 Sprengsatzkill, 150 Einsatzzielpunkte, 300 Auszeichnungspunkte, 18 Sternenkarten verwendet. So kann es weitergehen, Leute. Da haben wir eine Scheißrunde noch zu einer geilen Runde gemacht. Bis zur nächsten Folge. Ciao.